ECAPIO Podcast, Folge 3. Heute über europäische Freihandelsabkommen mit Afrika. Ein Interview mit Dr. Franziska Müller, Politikwissenschaftlerin der Uni Kassel. Das Wort EPA steht für Economic Partnership Agreements, auf Deutsch euphemistisch übersetzt als Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Und das sind bilaterale Freihandelsabkommen, die die Europäische Union mit ihren ehemaligen Kolonien, den AKP-Staaten in Afrika, Karibik und Pazifik liegen. 78 Staaten sind das. Mit denen möchte sie Freihandelsabkommen abschließen, mit der Idee, in den Ländern die Wirtschaft zu liberalisieren, Zölle und Quoten abzubauen, die Märkte dieser Staaten in den Weltmarkt zu integrieren, und es gehen auch noch eine ganze Reihe weitere Politiken damit einher, Länder fit machen für ausländische Investoren, geistige Eigentumsrechte, ne, Copyright-Recht zum Beispiel einführen, öffentliche Dienstleistungen privatisieren oder öffentliche Beschaffung liberalisieren. Das ist ein sehr weitreichendes Bündel von Maßnahmen, was auch tief in die handelspolitische Souveränität von Staaten eingreift und was auch die Möglichkeit für sie, sich in der Süd-Süd-Kooperation zu engagieren, also Abkommen mit anderen Staaten im Süden zu schließen oder überhaupt regionalen Handel zu treiben, sehr erschweren wird. Genau, der Verhandlungsprozess dafür läuft schon seit 2001. Das zeigt auch, wie kompliziert das ist und wie groß die Kontroversen sind zwischen all den Staaten. Und bisher sind nur wenige Abkommen tatsächlich verabschiedet worden. Welche Folgen hätte das Freihandelsabkommen auf afrikanische Staaten? Das ist eine ganze Reihe von negativen Folgen. Zum einen wird es in vielen Ländern die Agrarmärkte stark treffen, weil die Gefahr besteht, dass die Staaten dann eben mit großen Mengen an billigen Waren, die in der europäischen Agrarüberproduktion geschaffen worden sind, überschwemmt werden. Das kann zum Beispiel der Handel mit Hähnchenteilen sein, die hier in Europa niemand isst und die dann eben in Märkten in Westafrika die dortige lokale Hühnerzucht kaputt machen. Oder es kann der Handel mit Tomatenprodukten sein, die beispielsweise in Ghana genauso gut selbst angebaut werden könnten. Aber wenn man in Ghana in den Supermarkt geht oder auch in Sambia in den Supermarkt geht, dann findet man häufig gar nicht mehr so viele Produkte aus eigener Produktion, sondern welche, die nur von den großen italienischen Tomatenfirmen eingeführt worden sind. Das ist so ein Punkt, dass also die Situation von Kleinbauern sehr gefährdet wird, auch die von kleinen und mittleren Unternehmen. Dann hätte es auch Folgen in der Bildungspolitik, weil es zum Beispiel bedeuten kann, dass auf Schulbücher Copyright erhoben wird und die Schulsysteme der Länder gezwungen werden, dann eben teure Copyrights einzugehen, um überhaupt Schulbücher finanzieren zu können. Und dann gibt es dann in Staaten wie Südafrika, Namibia oder Botswana, da gibt es sogenannte Maßnahmen des Black Economic Empowerment, wo also all die Personen, die unter den Apartheid-Systemen und der rassistischen Politik gelitten haben, speziell gefördert werden wollen auf dem Arbeitsmarkt. Das sind so Quotensysteme. Und diese Quotensysteme würden unter den EPAs teilweise als eine rechtswidrige Diskriminierung ausländischer Investoren gelten. Das heißt, die Chancen für schwarze Menschen auf dem Arbeitsmarkt gut anzukommen, würden möglicherweise auch eingeschränkt werden durch die EPAs. Man sieht, das ist eine sehr breite Palette von Maßnahmen, die Agrarpolitik betreffen, die Handelspolitik, die Bildungspolitik und auch die individuelle Situation von ArbeitnehmerInnen. Wie könnte eine alternative bzw. eine faire Wirtschaftszusammenarbeit aussehen? Das ist natürlich eine riesengroße Frage, für die ich jetzt auch nicht sofort den Masterplan habe. Aber zurzeit ist es so, dass so die Devise No Deal Better Than a Bad Deal heißen könnte. Das bedeutet, man muss erstmal müssen die Staaten erstmal den Status quo verteidigen, nämlich die Möglichkeit, eigenständig und flexibel Zölle und Quoten erheben zu können, einfach um ihre Märkte zu schützen und kleine, aufstrebende Unternehmen zu schützen. Darüber hinaus wäre es wichtig, dass in Handelsverträgen eben die Kernarbeitsnormen, die also die Grundrechte von ArbeitnehmerInnen schützen, auf jeden Fall verankert werden. Wenn fairer Handel, also eine Labels für fairen Handel oder für ökologisch angebaute Produkte in solchen Handelsverträgen verankert werden und wenn die Devise eben nicht Weltmarkt heißt, sondern regionale Integration oder Süd-Süd-Kooperation und eben auch wirklich die Förderung von regionaler Wertschöpfung, weil das eben zum Beispiel den Handel in afrikanischen Regionen viel stärker unterstützen würde und die Staaten dann nicht so auf den Weltmarkt fokussiert sind. Das sind so Kompromisse, die man sich überlegen muss. Man befindet sich natürlich immer noch inmitten eines kapitalistischen Systems mit einem Wachstumsimperativ, gegen den es nie einfach sein wird, sich zu positionieren.
Bisher haben einige Staaten EPAs abgeschlossen. Die können in den nächsten Jahren, wenn immer mal wieder neu auf den Verhandlungstisch kommen, dann eben auch gucken, wie das für sie jeweils gelaufen ist und inwieweit sie an den Verträgen da nicht auch Nachbesserungen vornehmen können. Und ich halte es eben zurzeit für wichtig, dass die zivilgesellschaftlichen Stop-EPA-Bewegungen gestärkt werden. Es hat damals in vielen afrikanischen Staaten super aktive Kampagnen gegeben von Gewerkschaften, von NGOs, riesengroße Demos. Es gab eigene Songs von Rappern im Senegal zum Beispiel, von Didier Awadi, On Signe Pas, gegen die EPAs. Das ist wichtig, das weiter zu unterstützen. Und das ist auch etwas, wo ich ganz stark mehr Unterstützung wünschen würde von den europäischen globalisierungskritischen Bewegungen. Es hat mich persönlich sehr, sehr geärgert, dass bei den großen TTIP-Demos in Köln, in Berlin, es kaum Plakate gab, die mal eine Verknüpfung zwischen TTIP und den EPAs hergestellt haben, dass die Leute sich mit dem eigenen Chlorhühnchen befasst haben, aber nicht darüber nachgedacht haben, was europäische Handelspolitik in afrikanischen Staaten in ehemaligen Kolonien anrichtet, dass diese Verbindung nicht gemacht wird und man nur bis zum eigenen Tellerrand denkt. Das fand ich an der ganzen TTIP-Bewegung sehr traurig und ich würde mir sehr wünschen, dass sich das ändert, damit ein stärkeres Gefühl von transnationaler Solidarität spürbar ist, auch in den westlichen globalisierungskritischen Bewegungen. Das wäre wichtig, weil nur das eine gemeinsame postkoloniale Praxis sein könnte.